Mit Standing in the Rain. Vielen Dank, einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Hallo Freunde, ihr seid ja heute Mords in Stimmung. Vielen Dank. Hier ist wieder Ihre Disco. Aber das Hallo Ilja habe ich nicht gehört. Ohne Hallo Ilja fangen wir nicht an. Hallo Freunde! Ja, so schön. Ja. Also, hier ist wieder Ihre Disco. Ich hoffe, Sie hatten schöne Ferien. Sollten Sie sich erst einmal vom Urlaub erholen müssen, mit Musik geht alles besser. Wir präsentieren Ihnen Plattenstars aus allen Himmelsrichtungen und Sketche unter dem Motto Charakterköppe auf der Disco-Treppe. Meine Damen und Herren, nicht, dass ich mich gern rühme, doch man hat der Disco tatsächlich den Oscar verliehen. Nein, nicht den, viel goldiger finde ich ihn. Hier ist Dalli Dalli Oscar. Liebe Zuschauer, Sie erinnern sich? Der Mr. Carter spart ja. Und was ist jüngst passiert? Er hat in einer Rede für das Kleinfahrzeug plädiert. Das war den Amis gar nicht lieb, denn sie wussten nicht, für welchen Typ vielleicht Skateboard. Wer ökonomisch denkt, fährt Skateboard, weil das den Ölpreis senkt. Ist das gegeben, vor eh und je, hätt Sille wohl so karikiert in seinem Milieu. Mensch, kick mal Mutter, ist das nicht schön? Ich fahre Skateboard nur auf ein Bein und nur auf der Arme. Und dann meint der Kleine, kick mal Mutter und nur ohne Zähne. Skateboard, der Junge hat noch Glück gehabt. Heute auf dem Skateboard, morgen in Gips verpackt.
Doch verpacken kann auch eine Kunst sein. Ja, es ist so. Es gibt sogar einen Verpackungskünstler, Meister Christo. Ja, ich verpack Gebäude von Kalifornien bis nach Ceylon. Auch den Reichstag in Berlin sah ich schon ganz in Nylon. Aber leider ist es dazu nicht mehr gekommen. Dabei hätte die 2 Millionen Kosten eine Stromfirma übernommen. Der Werbeslogan stand schon fest, ein origineller, wie ich meine. Was der Reichstag aushält, ist auch gut für ihre Beine. Leider haben die Herren in Bonn darüber negativ verfügt. Der Reichstag in Nylon, meinten sie, wenn er nur eine Laufmasche kriegt. Ja, die Bonner Herren erkennen schon noch mein Genie. Aber dann sage ich, zu spät. Ich umgarne gerade die Liberty, danach den Eiffelturm. Dann geht's an die Fassade vom schiefen Turm von Pisa. Ich würde sagen, nun gerade. Ja, da liegen doch Aussagen drin, fern von billigen Effekten. Am liebsten aber arbeite ich an lebendigen Objekten. Doch finden Sie dafür mal Modelle. Ja, darum bin ich ja heute in dieser Schau. Die einzige, die sich von mir bisher einwickeln ließ, ist Lisbeth, meine Frau. Lebendige Kunst. Ja, Sie müssen das modern sehen. Nun lach doch mal, Lisbeth, du bist im Fernsehen. Ganz unter uns gesagt, ich ertrag sie nur stark verpackt. Sie sollten sie mal ohne sehen. Ich kann Ihnen sagen, halb so schön und nicht sexy wie ein Showstar. Aber frech wie Oscar. Danke. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, und noch einmal vielen Dank, Oscar, dass du so Dalli-Dalli bei uns mitgespielt hast. Übrigens ist dieser Karikaturist auch als Maler sehr erfolgreich. Weiter geht es mit Roy Black. Sand in deinen Augen. Lass die Finger weg, er taugt nicht viel. Aber sie hat ihm allein vertraut und für ihn war alles nur ein Spiel. Als er sie dann sitzen ließ, traf sie's wie ein Schlag. Sie tat mir schon lange leid und ich hab ihr gesagt, es war nur Sand. In deinen Augen, das wird vergehen und du wirst sehen, wie gut ich's meine. Es war nur Sand in deinen Augen. Erst gibt es Tränen, dann ist dein Blick wieder klar und frei. Tagelang verkroch sie sich, nicht mal Freunde durften bei ihr sein. Sie ging nicht einmal ans Telefon und sie sperrte sich im Zimmer ein. Doch ich klopfte an die Tür, meine Angst war so groß. Ganz verzweifelt kam sie raus und ich sagte ihr bloß, es war nur Sand in deinen Augen. Erst gibt es Tränen, dann ist dein Blick wieder klar und frei. Da nahm ich sie mit zu mir nach Haus und war Tag und Nacht für sie nur da. Immer wieder sprachen wir uns aus und wir kamen uns einander nah. Und an unserem schönsten Tag lachte sie mit mir. Dann brach sie in Tränen aus, doch ich sagte zu ihr, es war nur Sand in deinen Augen. Das wird vergehen und du wirst sehen, wie gut ich's meine. Es war nur Sand in deinen Augen. Erst gibt es Tränen, dann ist dein Blick wieder klar. Mit meiner Liebe ist deine traurige Zeit vorbei.
Das war Roy Black mit dem Lied Sand in deinen Augen, wieder ganz oben in der deutschen Schlagerszene. Und hier ist ein guter Bekannter aus Schweden. Harpo singt In the Sum, Sum, Summer Night. Your mama and papa may say, hey girl, won't you stay at home today? We don't know what you are doing. We don't know where you are going. But they should know that you are growing. In the sun, sun, summer night. Und jetzt streiten sich Charles Aznavour und Gilbert Bécaud, wer denn nun der größere Chansonnier von ihnen sei. Das heißt, ich spiele das jetzt für Sie, denn in Wirklichkeit gibt es so etwas natürlich nicht unter Kollegen. Du bist so komisch anzusehen, ich bin zwar auch nicht gerade schön, doch nennt man mich Chansonnier d'amour. Zum Bécaud, der Aznavour. Darauf sagt Bécaud nur, oh, Schatz, das sehe ich nicht so. Du machst eher für dich Reklame, ich mach das nie, für mich spricht Nathalie. Wie du das bringst, ich kann's nicht sehen. Mit Zigarette zwischen die Zähne singst du doch glatt auch noch Je t'aime. Du lässt dich gehen, du lässt dich gehen. Oh, bitteschön, völlig umsonst ist ihr Disput. Ich meine, sie singen ja ganz gut. Doch wenn sie mich erst hören und sehen, dann werden sie gehen, dann werden sie gehen. Schau mich bitte nicht so an. Du weißt genau, ich kann dich überhaupt nicht sehen. Hier, die Blüten, sie sind dein und auch der Sonnenschein. Wenn's harte Winde wehen, Herr As
Aznavour und Herr Bicot geben schon auf das Resümee. Tja, hier singt eben der wahre Chansonnier. Hey, Hilfe, Hilfe. Danke. Vielen Dank. It's Your Life heißt der neueste Erfolg einer Gruppe aus England. Tja, der Schornstein raucht bei Smokey. Das war die Gruppe Smokey mit ihrem neuesten Titel. Apropos Titel, brauchen Sie einen? Oder einen Orden? Kein Problem. Sie zahlen, Konsul Meyer liefert. Ähnlichkeit mit noch lebenden Personen wäre rein zufällig. Was sich hier tut in meinem Salon, Sie kommen mit Schwarzgeld im Karton und wollen dafür von mir so ein Renommierbonbon. Für 20.000 haut's schon hin, weil ich für Recht und Orden bin. Und zahlen Sie mehr, werden Sie glatt Staatssekretär. Wie ich von Liberia, der afrikanischen Schweiz. Das ist kein Gag, das liegt weit weg und darin liegt der Reiz. Doch fehlt Ihnen noch eine Kleinigkeit am Zaster, werden Sie erstmal Konsul. El Konsul Basta, solch Transaktionen sind für mich Lappalien. Kommen Sie doch mal in mein Büro. Wollen Sie gern Prinz werden von Arkadien? Was heißt unmöglich? Das ist doch so. Ich bin Berater vom Landesvater. Über Staatsfinanzen hört man ihn nur klagen. Doch investieren Sie dort ohne viel Theater, können Sie schon morgen zum König Papa sagen. Anruf genügt, ich bin stets da für Sie, als Chefdekorateur der High Society. Halten Sie Ihre Mittel, halte ich die Titel bereit und schmunzel insgeheim über so viel Eitelkeit. Doch jetzt bin ich müd, es war wirklich sehr nett. Schnell noch meinen Orden an die Brust, ich geh ins Bett. Vielen Dank. Ja, so viel über Konsul Meyer. Au weia. Und hier habe ich einen Brief von einer jungen Dame. Sie schreibt, hallo Ilja, Michael Hollen sollte mal wieder in der Disco auftreten. Ich finde, es ist höchste Zeit dafür. Findest du nicht auch? Mein liebes Fräulein Armbruster, ich möchte deinen schlaflosen Nächten ein Ende bereiten. Hier ist er. Michael Hollen mit Lucille. Der Desperado des deutschen Schlagers, Michael Holm. Und jetzt kommt wieder unser Disco-Quiz. Die Sommerpause ist vorbei und prompt habe ich für euch eine neue Aufgabe. In wenigen Sekunden seht ihr ein vielleicht nicht ganz so bekanntes Duo. Na, mal sehen, ob ihr es erkennt. La notte scenderà. Alles klar? Okay, also dann schickt ganz einfach eine Postkarte. Keine Briefe bitte, eine Postkarte ans ZDF-Kennwort Disco Quiz 65 Mainz 500. Noch einmal, ZDF-Kennwort Disco Quiz 65 Mainz 500. Bitte gebt eure Telefonnummer mit an. Einsendeschluss ist der 24. August und zu gewinnen sind erster Preis eine Reise nach München. Der Sieger ist Gast in der nächsten Disco. Zweiter Preis ein Plattenspieler. Dritter Preis ein Kofferradio und viele Langspielplatten von den Stars unserer heutigen Sendung. Das war unser Disco-Quiz. Na dann, viel Glück. Und hier ist die Gruppe Sweet. Das war die Gruppe Sweet. Die süßen Trauben hängen hoch, singt unser nächster Gast, aber kein Problem für ihn. Er ist ja ganz groß, der Costa Cordalis. Ja.
Ja, ich bedanke mich bei Costa Cordalis. Und jetzt zu Willem. Wer hat nicht sein entzückendes Lied Tarzan ist wieder da noch in den Ohren, das sicherlich einmal in die Annalen deutscher Dichtkunst eingehen wird. Hier aber Neues von Willem. Ein Opernsänger wurde krank. So kam's, dass ich den Falstaff sang. In den lustigen Weibern schönes Stück. Ja, Shakespeare, das ist noch Musik. Aber Willem, Shakespeare, auwei, auwei. Die lustigen Weiber sind doch von Nikolai. Obwohl vielleicht auch das nicht stimmt, man sagt, dass sie von Winter sind. Ungebildet, wie dem auch sei, ich sang. Als Büblein klein an der Mutterbrust, hab heißer bei Regen und Wind. Und dann hab ich nicht mehr den Text gewusst, also trank ich und zwar ganz bewusst. Mann, war ich voll Falstaffs Figur, aber man rief, wann singt er denn, der trinkt ja nur. Und ich sang. Komm, braune Hanne, her, reich mir die Kanne her. Hanne trinkt auch, ja, Hanne trinkt auch. Tja, Papa trinkt Bier, Mama ist krank und kein Pfennig auf der Bank. Da ist das Publikum abgeschwirrt. Typisch, wenn der Text mal so ein bisschen kritisch wird. Der Direktor hatte nur Beschwerden. Da musste ich zum Tarzan werden. Tarzan ist wieder da. Das ist uns nicht ganz klar. Wie der zarte Ida über Nacht hier so einen dicken Willen macht. Da staunen Sie, meine Damen. Tja, ja. Sie haben mich eben unterschätzt. Wie ich wirklich bin, das sieht man jetzt. Ja, das ist ja ein starkes Stück. Nicht wahr, meine Damen? Und ohne Trick, Tarzan ist wieder da. Haha. Oh. Vielen Dank. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, bevor nun die Hollies Amnesty singen, möchte ich mich verabschieden. Ich hoffe, Stars mit ihren Hits und Charakterköppe auf der Disco-Treppe haben Sie gut unterhalten. Wir sehen uns wieder am 18. September um 19.30 Uhr. Und bis dahin bleibe ich. Tschüss, euer Ilja. Wiedersehen. Floats like a cloud between the sky and sea. I'll give it to you. Could you please give it to me? Love is the sweetest amnesty given by the powers. Then let us be. Give it to you. Could you please give it to me? 'Cause I need you. We can talk or we can see. If we disagree, we do it honestly. Let our love and be the sweet. Thank you.
Baby,